Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Infected. Wir sind wieder da. Wir ziehen jetzt mal unser geiles Lichthütchen auf. Das brauchen wir nämlich, weil es wird langsam dunkel. Ich möchte die Loot-Tour jetzt aber nicht abbrechen, nur weil es dunkel wird. Weil wir sind eigentlich ganz gut unterwegs. Wie sieht es mit unserem Schild aus? Ja, 26,5 ist immer noch annehmbar. Wir werden uns jetzt mal zur nächsten Location begeben. Und das ist dieses weiße Haus hier. Wir müssen immer so ein bisschen Augen offen halten, dass wir nicht so eine ganze Bande triggern. Das wäre ganz nice. Das ist tatsächlich mal ein Haus. Das hatten wir so noch nicht, vom Aussehen her. Ist das relativ neu? Vielleicht schenkt es uns ja eine Textseite. Es wäre fantastisch. Ich gucke hier... Also eigentlich wollen wir gar nichts mehr looten, außer Textseiten. Ich gucke aber trotzdem immer mal rein. Oh, hier gibt es Benzin. Das ist gut. Benzin müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir lassen alles andere da. Ich nehme sonst nichts mit. Außer halt jetzt in dem Fall Benzin, Eisenbrocken. Nein, Kabel. Kabel könnten wir mitnehmen. Die können wir nämlich noch stacken. Ansonsten lassen wir alles andere liegen. So, dann speichern wir ganz kurz. Und dann geht es in die Bude hier rein, hier drüben. Hier laufen auf jeden Fall noch ein paar frivole Herrschaften durch die Gegend, die nichts lieber möchten, als uns, ja, an die Gurgel gehen. Okay, bisschen Freiraum sorgen, das ist ganz wichtig. Okay, ich weiß nicht, was der da für einen rituellen Tanz aufführt. Ah, ich sehe schon, der Bruder kommt nicht alleine. Okay, der haut ab. Hä? Was war denn das jetzt für eine miese Nummer? Hey, Arschloch. Sag mal. Oh, ich sehe den anderen da hinten rumlaufen, ganz aufgeregt. Okay, der hat ein paar Nägel dabei. Was für Penner? Hast du das gerade gesehen, wie der uns einfach übelst verarscht hat? Was für ein Lümmel. Renn weg, komm wieder, renn weg. Ach, guck mal, da ist er wieder. Hallo. Hä? Nice moves, Bro. Warum haben die immer Nägel dabei? Die haben immer Nägel dabei, aber haben nicht mal Nägel an ihren... an ihren Dingensen. Oh ja! Ja! Ja, 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 ja! Komm in mich! Was? Bitte? Was hat er jetzt gesagt? Kannst du nur mal wiederholen? Ich hab nicht zugehört. Es wäre natürlich fantastisch... Es wäre galaktisch, fantastisch, großartig, wenn wir hier noch so eine Textseite finden würden, ne? Dann hätten wir nämlich drei. Okay, Bioöl müssen wir mitnehmen. Die Leber, die gehen uns sowieso ein, die können wir auch liegen lassen. Oh, warte, Öl kann er nehmen wir mit. Der ganze andere Kram, der geht uns halt kaputt. Oh, Kartoffelkeimling nehmen wir mit. Willst du mal meinen Kartoffelkeimling sehen? Oh, Eisen müssen wir leider mitnehmen. Sorry. Okay, Kartoffelpaste. Medizinverband können wir mitnehmen. Kartoffelpaste lassen wir mal liegen. Ja, wir können die zwei Medikits leider nicht mitnehmen, dann sind wir wieder voll. Ich überlege gerade, ob wir die Nägel da lassen. Oder doch das Eisen. Ich lasse das Medizin... Nee, wir können Medizin nicht liegen lassen. Das geht nicht. Natürlich wiegen die Benzinkanister auch ordentlich was, ne? Schaut es mit den Schrauben aus. Wir könnten die Nägel da lassen. Ich glaube, Nägel können wir einfacher herstellen als diese Erste-Hilfe-Kästen, oder? Was braucht man für so einen Erste-Hilfe-Kasten? Lass mal 10, bitte. Verband Fischöl und Schiene. Ja. Das passt schon. Das passt schon. Okay, wir machen erst die rechte Seite fertig. Die... ist fertig. Cool. Dann haben wir einen Kürbis. Einmal ernten. Einmal essen. So. Ey, ohne Scheiß, wir haben halt wirklich bessere Stats als zu Hause, ne? Das ist schon lustig. Das ist schon sehr interessant. Das ist schon... wow. Wohlgenährt, der Bruder. Kartoffel, ja, ich brauch da gar nicht reingucken. Wir rennen hier einfach durch und gucken nach der Textseite. Oh Gott, ich will da nicht reingucken.
Ich meine, ich würde mich ja fast darauf verlassen, dass diese Tech-Seiten, mittlerweile hat man ja oder weiß man ja so ungefähr, wo die immer liegen. Aber man weiß es halt auch nie so genau, ne? Also was aber klar ist, so eine Tech-Seite kann, glaube ich, nie... ist nie in einem Behälter drin. Das heißt, die Tech-Seiten, die liegen auf jeden Fall immer so auf dem Boden rum. Aber du weißt halt natürlich nie, ob sie vielleicht nicht doch mal irgendwo anders da liegen als sonst immer, ne? Okay, wir speichern mal kurz. Wir haben immer noch Herbst, das ist sehr gut. Wenn es nämlich Winter wird, das wäre nicht so geil, wenn das jetzt so out of nowhere kommt. Also so out of nowhere kommt es ja nicht. Oh Gott, ich leere deine Kisten. Oh. Dildo. Ja, aber Winter wäre jetzt nicht so gut. Scheiß die Wand an Herbert. Okay, ich hole mal das ATV. Ist ja noch irgendwo einer eigentlich? Nö. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Erst hätten wir gar kein Benzin, jetzt hätten wir zu viel. Warte mal, können wir irgendwas... Okay, Webstuhl haben wir noch nicht, deswegen würde ich Kevlar mitnehmen. Mechanikteile können wir auch nicht da lassen, es geht nicht. Es ist, glaube ich, am sinnvollsten, wenn wir... Wobei, warte mal, wir könnten die Kartoffelpaste ins Inventar packen und das Benzin hier rein, weil das Benzin viel, viel schwerer ist als... als das Dingens. So, pass auf, dann nehmen wir das hier noch mit. Jetzt haben wir wieder genau das gleiche Problem. Aber wir können auch wieder hier folgendes, die Dinger einmal auf den Boden schmeißen, Benzin hier rein. So, weil die Erste-Hilfe-Kits sind viel, viel leichter als das Benzin. Perfekt. So, und jetzt gehen wir... Bester Wasserfall. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz hier rein, gucken einfach nur, ob wir da drinnen noch so ein Technikteil finden und dann geht's weiter. Wie gesagt, wir können halt leider wirklich nichts mehr mitnehmen. Ich nehme jetzt auch keine Kabel mehr mit. Wir können sie auch gar nicht tragen. Daher brauchen wir sie auch gar nicht mitnehmen. Und hier ist sonst tatsächlich auch nichts mehr. Okay. Gut, gut. Gut ruhen. Gehen wir hier drüben nochmal rein. Guck mal, das sieht doch aus wie ein Häuschen, wo eine Tech-Seite drin versteckt ist, oder? Komm schon, entdeuch mich nicht. Bitte ne entdeuche. Ich gehe direkt nach oben. Ja. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nee? Nee? Okay, krass. Wow. Mega schade. Boah, das ist ja kacke. Haben wir jetzt wirklich erst zwei Textseiten? Das ist wirklich nicht viel, ne? Für diese zwei großen Siedlungen, die wir hier auseinandergeprügelt haben. Ich hoffe halt wirklich, ich habe keine übersehen. Aber für diese zwei großen Siedlungen, die wir jetzt hier auseinandergepoolt haben, ist das echt nicht viel, ne? Krass. Sehr, sehr krass. Na, ein Chicken. Das ist wirklich, wirklich nicht viel. Ich gucke hier nochmal. Wie gesagt, ich habe halt Angst, dass ich irgendwo einen übersehen habe. Aber ich glaube, es heißt halt immer eine maximal, also eine mindestens, in ganz seltenen Fällen nochmal zwei, ne? Das heißt also... Ja, es ist ja nicht garantiert, dass da immer zwei sind. Schade auf jeden Fall. Sehr, sehr schade. Okay, pass auf. Wir müssen in diese Richtung weiter. Dann fahren wir so ein bisschen... Ja, ich glaube, wir fahren tatsächlich in die Wüste rein. Und dann gehen wir nochmal hier unten zum Händler. Und dann fahren wir wieder zurück. So, machen wir's. Lichtchen brauchen wir... Ja, doch, können wir an... Moment. Was haben meine müden Augen denn da gesehen? Yummy, yummy. Ich pfeife mir die eigentlich hauptsächlich rein wegen dem Wasser. Halt, bevor wir jetzt losfahren, wir kommen wahrscheinlich in die Wüste. Ich speichere mal. Erfahrungsgemäß wird es in der Wüste wahrscheinlich arschkalt sein, ne? Denke ich mal. Ich glaube, in der Wüste wird es richtig arschkalt. Schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Boah, der Sonnenuntergang gerade. Unheimlich. Was ist das? Ich bleib nicht stehen. Okay, ein bisschen vielleicht. Hä, wo bin ich denn? Ach, hier oben. Alles klar.
Ich bleib nicht stehen, er bleibt erstmal stehen. Cool. Tobi, du bist wirklich, wirklich, wirklich konsequent. Das muss man ihm wirklich lassen, ne? Absolute Konsequenz, das finde ich immer gut. Es wird gerade auch sehr kalt, sehe ich gerade. 12,2 da oben gerade. Oh, wir kommen in die Wüste. Guck mal da vorne. Oder ist das Sonnenuntergang? Das kann auch sein. Kann natürlich gut sein, dass wir hier nicht überleben, ne? Kann sein, dass wir hier nicht überleben und dann umdrehen müssen, weil uns halt sehr kalt ist oder weil... Gut, ich meine, mit Wärme haben wir jetzt wahrscheinlich eher weniger ein Problem hier, aber... Oh, guck mal, wie sich das Ambiente hier einfach verändert. Hä, wie cool ist das denn bitte? Das ist ja mega geil. Wir müssen gleich an der Straßenkreuzung vorne links. Boah, ich hoffe nicht, hier ist wie in Seven Days, dass es hier so ätzende Vögel gibt, die einen angreifen. Ach ja, hier ist die Straßenkreuzung, hier müssen wir links. Ja, dass es hier so ätzende Kackvögel gibt, die einen ständig angreifen. Ich hätte aber hier voll Bock, mal ein bisschen zu erkunden. Ich denke mal, in der Wüste brauchen wir wahrscheinlich... Das sind auch Rohstoffe hier, glaube ich. Die kann man mitnehmen. Da ist gerade ein Vogel geflogen, oder? Frösche? In der Wüste? Hä? Okay. Oh, warte mal, sind das... Das ist Aloe Vera, oder? Ja, Mann. Kann ich das mitnehmen? Ja, ne? Ein bisschen Platz haben wir noch. Warte. Okay, das nicht. Okay, sind jede Menge Aloe Vera Pflanzen. Ich weiß nicht, können wir die zu Hause auch anbauen? So, mehr können wir leider nicht tragen. Ah, sehr geil. Mega cool. Warte mal. Wo haben wir die denn jetzt? Ah, hier. Kann durch Ernten von Aloe-Pflanzen in Wüstenbiomen erhalten werden. Geil. Okay, wir haben halt echt 49,99 Dings gerade hier, ne? Also wir sind wirklich voll bis oben hin. an der nächsten Straßenkreuzung wieder links. Boah, geil. Boah, so ein bisschen Seven Days-Vibes hat man hier schon, ne? So ein bisschen Seven Days to Die-Vibes hat man hier schon absolut. Und ich bleib dabei, ich bin immer noch sehr gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickelt, was noch so dazukommt vielleicht. Ich meine, es gibt auch noch eine Menge, was wir noch nicht gesehen haben tatsächlich. Es gibt auch tatsächlich wohl irgendwie einen NPC, den man nutzen kann. Den kann man wohl irgendwie random an zwei verschiedenen Locations finden. Aber man sollte darauf vorbereitet sein, dass wenn man sich den holt, so hat es jemand zumindest mal in die Kommentare geschrieben, dass man bereit ist, ihm dann auch tatsächlich die Gebäude zu bauen, die er braucht. Ja. Bin ich sehr gespannt, wann wir so einen mal finden, beziehungsweise ob wir dem irgendwann mal zufälligerweise über den Weg stolpern. Bitte keine Spoiler in die Kommentare, das wäre immer nett. Okay, hier soll wohl irgendwie der Händler sein. Problem an der ganzen Geschichte ist... Sieht mir jetzt irgendwie nicht so aus, als wenn es hier total ruhig wäre, ne? Ich meine, noch ein bisschen erkunden, noch ein bisschen looten wäre geil. Also looten an sich jetzt nicht unbedingt, weil wir haben keinen Platz mehr. Aber natürlich bin ich bereit. Nur nach Tech-Seiten gucken, nach nichts anderem. Tobias. Nein, die können wir nicht mitnehmen. Shit. Das war das eine Eisen jetzt. Ach, scheiße. Aufgeschissen. Aber Melonensetzlinge würde ich gerne mitnehmen, weil die können wir anpflanzen. Schau, gib mir so eine scheiß Deckseite mal. Gib mir so eine Deckseite, all. Oh. Oh. Okay, hier ist auch schon mal nischt. Kartoffelscher. Soll denn hier bitte ein Händler sein? Ah, in dem Haus wahrscheinlich, ne? Okay, ist auch nochmal eine sehr große Siedlung auf jeden Fall. Hier könnte ein Händler sein. Weiß nicht warum. Ja. Sets gut. Sets very gut. Ja, hier ist noch... Das ist ein Schwein, oder?
Ich glaube, mein Schwein pfeift. Okay, lass mal das Schwein aber mal Schwein sein. Hier ist kein Händler, definitiv nicht. Bin ich hier richtig? Ah, weiter vorne wahrscheinlich, okay. So, eine zweite Etage gibt es hier nicht, ne? Ich habe hier nicht irgendwo eine Treppe übersehen oder so. Ich meine, oh gut, wir haben ja auch die Textseite gefunden. Wo ist das Schwein? Ich geh mal unser ATV holen. Ach, das ist ein Kürbis. Boah, Alter. Und dann fahren wir das mal ein kleines Stückchen nach vorne. Weil hier hinter den Zaun. Da waren wir gerade drinnen, ne? Da hinten könnte auch der Händler sein. Das sieht auch nochmal so ein bisschen... Oh, da vorne läuft einer. Boah, geiler Style von den Gebäuden her, ne? Sieht sehr cool aus. Aber... Wir müssen vorsichtig sein. Wie gesagt, da vorne läuft einer. Und hier ist irgendwo ein Schwein. Das kann wohl nicht wahr sein. Stinkendes Kacki-Kack-Schwein. Das wäre natürlich richtig Premium, wenn wir hier noch eine einzige Textseite finden würden, ne? Wäre das toll. Da würde ich mich vor Freude vielleicht sogar mal anfassen. Wieder ein neuartiges Haus. Hatten wir so noch nicht gehabt. Ich hoffe, das Schwein ist nicht hier drin irgendwo. Tatsächlich wieder etwas neuartiger. Haben wir so auch noch nicht gehabt. Naja, jetzt wieder jede Menge Stuff, aber den können wir halt leider nicht brauchen. Oh mein Gott. Nice. Schöne, geile Textseiten. Mega schade, dass wir hier nicht pennen können. Wäre cool, wenn wir uns random einfach in irgendwelche Betten legen könnten. Ah, okay, da draußen läuft der Typ und das Schwein läuft direkt neben ihm. Das ist ja auch der Wahnsinn, oder? Wow. Toll. Toll, toll. Das ist spannend. Super. Ja, das mit dem Schwein ist uncool. Sag ich, wie es ist. Das gefällt mir nicht. Ich meine, gegen den Vampir-Typen können wir gut ankommen. Aber das Schwein wird unangenehm. Ah, wir haben leider keine Pfeile mehr, ne? Oder? Nee. Ja, vielleicht können wir den, warte mal. Ich speichere nochmal. Ich bin Hosenscheißer. Jetzt kommt der natürlich auch nicht, ne? Okay, wir laufen noch mal ganz kurz ein bisschen außen rum. Ich weiß nicht, wo das Wildschwein ist. Wie gesagt, dem Wildschwein will ich nicht unbedingt begegnen. Das mag ich nicht. Die Ebers sind immer sehr offensiv, muss man so zu sagen. Okay, rein, Tür zu. Puh. Okay, was haben wir hier? Hier liegt einfach ein First Aid Kit auf dem Scheißhaus. Cool. Ist auch allgemein, wer will denn hier wohnen, Alter? Oh, cool, gekochtes Fleisch. Macht aber sehr viel Durst, minus, ne? Minus 5. Geht aber. Nehmen wir. Was ist das für ein Zimmer, Alter? Was ist das für ein Haus? Das Klo einfach mittendrin, Bett daneben. Angenehm ist das nicht. Okay, da läuft auch noch einer. Ah ja, kommt her. Oh ja. Wie er mit seinem Ding da in der Hand rumläuft. Oh ja, der kommt. Perfekt. Guten Tag. Ist aber nicht der von der anderen Seite. Na komm, hau zu. Tschüss. Okay. Speichern. Wir müssen irgendwie darüber kommen, ohne dass das Schwein uns sieht. Hier ist auch noch ein Haus. Ist das Schwein hier? Nee. Ist ein Stein. Kein... Ah ja, perfekt, perfekt, perfekt. Ah ja, perfekt. Komm rüber. Guten. So, jetzt kommt der andere. Nein! Oh, du Penner. Sie immer abhauen müssen, ne?
Da ist das Schwein. Okay, wir laufen etwas größeren Bogen. Warte mal. Okay. Wild, der Bruder, wild. Da ist der andere. Das Benzin drin. Das Benzin würde ich gleich gerne noch gucken, ob wir das vielleicht irgendwie mitnehmen können. Ah, perfekt. Kommst du? Geil. Ah, Kevlar. Okay, können wir nicht mitnehmen. Scheiß drauf. Ach, guck mal, der andere läuft. Wie der da drüben immer noch rumläuft. Oh nein, oh nein, oh nein, sagt er die ganze Zeit bestimmt. Okay, vielleicht können wir den da drüben aber mal wegsnacken. Wo ist der denn jetzt? Ist der ins Haus rein? Hä? Oder? Okay, das ist... In dem Haus ist gar nichts drin. Hä? Das ist einfach nur so ein... Ist das ein Acid-Haus, was da einfach noch rumsteht? Was ist das hier? Eine Melone. Ein Melönchen. Das nehmen wir mit. Zack. Beide essen, perfekt. Trinken wieder fast aufgefüllt. Wir überleben fast ohne Trinken. Guck mal. Wir haben schon Ewigkeiten nichts mehr Richtiges getrunken. Das ist gut. Ja, das, ja... Was ist das für eine Bude hier, Alter? Ach, da ist er ja. Da ist der Händler. Die steht da auch als, ne, so, ja, ist halt so, ne? Oh. Na, was haben wir denn da Schönes? Boah, die steht aber auch da, als hätte sie richtig Lust auf ihren Job, ne? Ich weiß nicht, darf man hier was klauen? Na? Was haben wir denn hier Schönes? Verkaufen. Okay, das heißt, wir können auch Dinge an die verkaufen. Was kriegt der? 4 First Aid Kits kriegen wir 8 Münzen für. Und das Zeug kostet einfach 450. Wow. Wow. Oh, hier kann man aber Verbesserungen kaufen, ne? ATV-Trailer-Standort. Ja, das brauchen wir. Eiserner Magen, werde langsam hungriger und durstig. Geschwindigkeit des Flüssiges. Ich meine, die ganzen Sachen sind schon ziemlich cool, aber was verkauft man denn am besten bei der? Ich meine, guck mal, was sie uns hier nur gibt. Das ist ja nichts. Das ist absolut nichts. Das ist ein Witz, was man da an Münzen bekommt. Wie lange muss man denn bitte grinden, bis man die ganzen Sachen hat? Wahrscheinlich kann man hier gut Barren verkaufen, ne? Ich denke mal, Barren und sowas lassen sich hier perfekt verkaufen. Aber wie lange bitte dauert es denn, bis man die ganzen Sachen hier zusammen hat? Das ist eine ganz wilde Geschichte. Ich meine, wir werden jetzt irgendeine Kleinigkeit an sie verkaufen, weil ich gerne den Trailer-Standort hätte. Ich weiß halt nur nicht, was verkaufen wir ihr denn jetzt Schönes? Irgendwas, was wir entbehren können? Federn vielleicht? Ja, das ist nix. Was kostet das Ding? 5 Münzen. Was bringt das? Ach, das bringt gar nichts. Okay, die kleinen Erste-Hilfe-Kästen bringen ein bisschen was. Ich guck mal gerade ganz kurz, was wir in unserem ATV drin haben. Hier ist niemand, ne? Auf uns, dass das Schwein uns nicht kriegt. Ich würde ja gerne mal checken. Warte mal, ich würde mal checken gerne, was das Eisen bringt. Ich meine, ein Eisen können wir mal entbehren, das ist nicht schlimm. Ich überlege gerade, ob wir hier noch irgendwas haben. Ich würde gerne das Benzin noch mitnehmen können. Können wir hier vielleicht Gurkensaat? Die können wir mitnehmen. Warte. Das eine Eisen verticken wir gleich, dann haben wir hier noch einen freien Platz. Die Federn, Schrauben, Tierfett. Können wir hier reinstecken, wunderbar. Dann können wir hier ein bisschen Platz machen. Und wenn wir dann gleich das eine Eisen verkauft haben, können wir vorne das Benzin noch mitnehmen. Das wäre eigentlich ganz nice. Aber jetzt weiß ich auch, warum die hier so eingepfercht ist. Das ist die Händlerin. Interessant.
So, pass auf, was gibst du mir dafür? Wow, das ist aber auch schon hart, ne? Das ist schon sehr, 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 sehr krass. Du kriegst ja nichts für. Oh, was verkaufen wir hier denn jetzt? Ich meine, wir könnten was von diesen First Aid Kits hier reinpacken. Wir können es aber nicht mal teilen, weil wir keinen Platz haben. Wow, das ist halt wirklich gar nichts, ne? Krass, 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 krass. Jetzt frage ich mich halt, ist das immer nur einer? Okay. Also die bringen wirklich nur 50 Sip. Das ist wirklich krass. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich da verkaufen soll. Hat hier noch irgendwas drin? Hier kommt man noch nicht rein, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich da verkaufen soll. Wie gibt die einem denn für Blei? Auch nur so wenig? Das ist ja nix. Wow. Wowie. Huawei. Boah, das ist schwierig. Ich weiß nicht, was ich dir geben soll. Oh, cool. Danke. Ich meine, wir könnten ihr ein bisschen First Aid Stuff geben, ne? Aber das ist trotzdem. Boah. Ja, komm, scheiß auf das Blei. Das ist trotzdem eine ziemlich, ziemlich wilde Geschichte, ne? Was wir der verkaufen könnten. Ich meine, wir könnten theoretisch gesehen. Boah. Wenn wir ihr vielleicht drei davon verkaufen, haben wir noch 10. Ja. Davon vielleicht auch die Hälfte. Mal gucken, ob das reicht. Junge, 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 Junge. Sta los. Sta los, sta los, sta los. So, guck mal. Ja, warte, Moment, Moment, Moment. Ja, komm. Scheiß drauf. Kriegen wir hin. Passt schon. So, wir haben jetzt 5 genau. Das heißt, ich hätte gerne den Trailer-Standort. Zack, wo ist das Ding? Da. Trailer-Standort. Hier drüben. Das ist gar nicht mal so weit weg. Das, also theoretisch gesehen gar nicht mal so weit weg. Boah, Alter, aber das ist schon, also das ist krass. Ich überlege gerade, ob das ein bisschen zu krass ist vielleicht. So von dem Pricing her, weiß ich nicht. Ist das schon heftig, ne? Das ist schon krass. Also du kriegst ja fast gar nichts. So gefühlt. Da waren wir noch nicht drin, ne? Okay, wir müssen ein bisschen auf das Wildschwein aufpassen. Ich gehe jetzt auch hier nur kurz durch. Diesmal auch wirklich. Und gucke, ob hier irgendwo noch eine Tech-Seite ist. Ansonsten. Ciao, Kakao. Waren wir hier drinne? Wir waren hier drinne, ne? Wir haben von draußen. Ja, wir sind da von hinten rein. Auf das Wildschwein geschaut. Ich glaube, das Wildschwein dürfte weg sein. Wir gehen jetzt nochmal da drüben rein. Hier waren wir gerade. Gehen nochmal hier rein. Und gucken, ob hier noch irgendwo eine Tech-Seite liegt. Ansonsten verabscheuen wir uns von hier. Ich glaube aber, wir haben schon zwei Tech-Seiten hier gefunden, ne? Ich glaube, dann liegt hier keine mehr. Wir checken es trotzdem nochmal. Man weiß ja nie. Ne? Man kann ja nicht wissen. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. Okay. Ja, dann gucken wir da hinten in dem Haus noch. Und dann würde ich mal sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Von Let's Play The Infected. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr, wie gesagt, auch nächste Folge wieder einschaltet. Und dann fahren wir nach Hause mit all dem Wissen, das wir dann haben. Und können ein paar tolle neue Dinge bauen, denn wir haben ein paar Tech-Seiten gefunden. Ich glaube, es waren 4, ne? Ja, wir haben 4 Tech-Seiten. Okay, geil. Die werden wir mit Bedacht einsetzen und ein paar tolle neue Dinge zu Hause bauen. Und dann bedanke ich mich einfach mal fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr dann nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Bei einem weiteren Hündchen von Let's Play The Infected. Dankeschön, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und haut rein.